Guten Tag. Oder sollte ich sagen, Buenos Dias. Ich begrüße euch sehr herzlich auf der schönen Insel Mallorca, auf der ich dieses Jahr meinen Urlaub verbringe. Wir sind auch schon mittendrin. Die zweite Woche von zweien hat schon angefangen. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, eine kleine Tour zu machen. Ich hatte mir eine kleine Route direkt an der Küste lang ausbaldowert. Aber ich weiß nicht, hier ist Mallorca irgendwie mit Sylt verwandt, dass das irgendwie immer weniger wird und das Ufer immer, also irgendwie so verschwindet nach und nach. Jedenfalls der Weg, den Komoot mir hier ausgespuckt hat, den gibt's einfach nicht. Da sind nur umgestürzte Bäume und dann geht's steil runter und dann ist da Mittelmeer. Ich kann zwar schwimmen, aber das war jetzt nicht mein Plan. Von daher halte ich an meinem Plan insoweit fest, dass ich laufe, statt zu schwimmen. Jedoch wird das hier keine klassische Wanderung, sondern eher eine, ja, wie will ich sagen, Entdeckungstour, ja, deren Ausgang etwas ungewisser ist, als was ich sonst so treibe. Denn ich muss mich jetzt alle paar Meter orientieren, wie ich am cleversten weiterverfahre. Darüber hinaus steht mir permanent die Sonne im Rücken. Das wird dann auf dem Weg zurück anders sein. Ja, jetzt laufe ich erstmal ein bisschen weiter und gucke, ob ich mein Ziel, nämlich die nächste Bucht, einfach auf den Straßen hier erreiche. Oder ob ich doch noch irgendwie so einen Brockenwanderweg erwische, der hier eigentlich als sehr schön beschrieben wird, aber ich, keine Ahnung, vielleicht ist der unter Wasser. Ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt in Cala Santani losgelaufen und will jetzt nach Cala Figuera und guck jetzt mal, wie ich das mache. Los geht die wilde Fahrt. So, da vorne sieht es jetzt ein bisschen so aus, als könne man da die Straße verlassen und so einen Weg einschlagen, der dann auch wieder in Richtung Wasser führt. Ich bin mal gespannt, ob das dann die dritte oder vierte Sackgasse wird. Die anderen, da habe ich noch gar nicht gefilmt. Die bin ich einfach so rein und wieder rausgelaufen und jedes Mal stand ich vor der Steilküste. Hier sieht es gerade ein bisschen besser aus. Das ist auf jeden Fall mal ein Weg. Wobei der hier auf Komoot auch ja, so noch als gestrichelte Straße markiert ist. Danach geht es in diesen klassischen schwarzen Streifen, in den schwarzen dünnen Strich über. Ja, ich bin gespannt. So, da nicht. Das ist, ja, ich probiere einfach weiter. Freunde, Amigos, ich glaube, das ist er jetzt, der Wanderweg. Ich bin mir sehr unsicher, ob der mich ans Ziel bringt, aber das ist auf jeden Fall jetzt, das stimmt mal auf der Karte überein mit dem, was ich hier sehe. Sehr, sehr gut, wunderbar. So, wir sind jetzt, oder ich bin jetzt gerade 3,2 Kilometer gelaufen. Ich bin schon fix und fertig. Das geht hier ganz schön rauf und runter. Und es ist natürlich der 11. Juli auf Mallorca. Und entsprechend warm. So, muss ich jetzt da? Oder da? Nein, da. Weiter geht's. So, wäre das hier ein Telefongespräch, würde ich jetzt nochmal anrufen und sagen, ich glaube, wir sind gerade getrennt worden. Die Kamera hat sich gerade ausgeschaltet, weil es ihr zu warm war. Was ist das denn für ein Weichei? Das gibt es doch nicht. Ich bin hier noch, naja, ich bin so bei 95%. Jetzt macht die schon wieder... So, also die Osmo macht jetzt gerade dauernd schlapp hier, schaltet sich alle 4 Sekunden aus. Ich muss die mal etwas abkühlen, ich melde mich später.
Schön, dieses No-Way-Zeichen da gerade. Exakt meine Reaktion, als ich 3 oder 4 Mal in Folge diese Kamera ausgeschaltet hat. Ey, sowas nennt sich Action-Kamera. Bei der ersten Herausforderung, ich habe mir das Ding vor 1,5 Jahren oder was gekauft. Das erste Mal wird's irgendwie warm oder in irgendeiner anderen Form extremer. Und dann sagt ihr, ach nee, lieber nach Hause. Also, is it denn? So, ich bin mittlerweile in Cala Figuera angekommen. Aber ich bin noch nicht ganz an der Bucht. Ich bin jetzt irgendwie so mittendrin. Ja, das sind jetzt noch 1,5 Kilometer. Ich habe mich halt diverse Male zwangsverlaufen durch diese Sackgassen. Und muss mich jetzt erstmal wieder neu orientieren. Es ist abenteuerlich, aber es macht einen Riesenspaß. Ich bin total on fire. Das könnte ich jetzt noch stundenlang machen. Obwohl mein Wasser schon zur Hälfte weg und sehr warm ist. So, Hallöchen. Ich habe mich jetzt mal hier in den Schatten gesetzt, um die Kamera zu kühlen. Erstaunlich. Unglaublich. So, eine sehr schöne Bucht hier auch. Obwohl Santani gefällt mir besser. So, ich bin jetzt hier in Cala Figuera. Heißt Cala eigentlich Bucht? Müsste, ne? Also es wird einen Haufen Sinn ergeben. Ich spreche ja kein Wort Spanisch. Also noch nicht mal un poco, wirklich nada. Also das Ballermann-Deutsch kenne ich noch von früher. Dos cervezas grande, por favor. Aber das war es dann auch. Naja, jedenfalls ist das sehr, sehr schön hier. Und wann immer man... Ich bin ja jetzt heute das erste Mal außerhalb von Deutschland, Belgien, Niederlanden wandermäßig mit Kamera unterwegs. Und man kommt ja aus dem Motivfinden überhaupt nicht mehr raus. Ne? Ich könnte ja alles filmen. Das hätte ich hier streamen können und es wäre aus meiner Sicht nicht langweilig geworden. Fantastisch. Ja, so, da ich aber schon über 1,5 Stunden unterwegs bin und auch noch zurück muss, werde ich meine Pause hier sehr kurz halten und mich dann auf den Weg zurück machen. Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich denselben Weg zurücknehme oder ich schaue mir das jetzt gleich mal an. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug bisher. Aber das war ja erst die Hälfte, ich muss ja noch zurück, also bis gleich. Und damit ist der Rückweg auch schon angetreten. Das war nicht viel, also ich bin 6 Kilometer gelaufen und davon war einer unnötige Sackgassen. Kommt ein Auto hoch. Aber das macht natürlich schon was aus, dass es wirklich sehr warm ist und dass dieser Weg da am Steilufer lang relativ unwegsam war. Da wäre ich mit profilbesohlten Schuhen, glaube ich, besser zu Fuß gewesen. Das war schon geil. Und da, wo ich jetzt gerade Pause gemacht habe, das war besonders schön. Da ist ja dieses Gestein, was von diversen Angriffen durchs Meer total durchlöchert ist. Ne? Da bin ich halt relativ safe drüber mit den Hokas, die ich halt fast immer trage. Und da habe ich gedacht, ja, ist bestimmt eine super Idee, wenn da so ein deutscher Pauschaltourist hier mit Flipflops langläuft. Und ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Da kam mir so ein Pauschalpärchen entgegen mit Flipflops. Die setzen einiges aufs Spiel. Naja, die Auslandskrankenversicherung wird es richten, nehme ich an, wenn die sich da lang machen. Darüber möchte ich übrigens in diesem Zusammenhang nicht sprechen.
Wir hatten hier so einen Fall in der letzten Woche. Ich nenne nur die Stichworte Kind, Ohren und Wasser. Da kann sich jeder denken, Achtung Bus. Da kann sich jeder denken, was passiert ist. Ja. Also krank im Urlaub ist halt scheiße. Der kleine Mann, der tat mir so leid. Der hatte nicht nur Schmerzen, der durfte nicht mehr tauchen. Der ganze Spaß, den er die ersten 3 Tage hatte, war mit einem Schlag vorbei und dann hieß es nur noch jeden zweiten Tag zum Arzt. Och, also fürchterlich. Ja, aber wie mir der letzte behandelnde Arzt da, wir haben 3 verschlissen, erzählt hat, jeder zweite, und das schließt Erwachsene ein, also jeder zweite Patient, der bei ihm in die Praxis kommt, in dieser Zeit, also zwischen Juli und Ende August, hat diese Symptome und diese Krankheit, wenn man so will, ne? Nämlich eine Gehörgangsinfektion, denn die Wasserqualität ist hier eine etwas andere. Und das Ohr reagiert sehr empfindlich auf Keime, Bakterien, Holleriedudödeli, jedenfalls. Dann noch in Verbindung mit Klimaanlagen, bla blub, was erzähle ich euch. Jedenfalls hat mein mittlerer Sohn eine 6-tägige Odyssee hinter sich. Das ist, wenn man 14 Tage hier ist, schon recht einschneidend. Es tut mir in erster Linie für ihn leid. Nicht so sehr für mich. Ich will ja nur, dass es ihm gut geht. Naja, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Was ich erzählen wollte, ist Folgendes. Ich werde jetzt mit Google zurück navigieren, weil ich keine Lust mehr auf dieses unwegsame Gelände habe. Eben weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wenn ich mich hier lang mache. Naja, so. Also laufe ich jetzt diesen Fußweg lang. Es ist jetzt 17.21 Uhr, bin 7 Kilometer gelaufen. Das ist wirklich nichts, aber es fühlt sich mehr an. Das muss man auch sagen. Also, bei diesen Temperaturen, und hier geht es ja auch gerne rauf und runter, aber es gibt auch so viel zu sehen, du merkst es gar nicht. Und du bist natürlich langsam. Ich meine, wer hier ist, gibt ja nicht Vollgas. Also wer nach Mallorca fliegt, um hier einen Mammutmarsch zu laufen, dem ist auch nicht zu helfen. Es sei denn, der war schon 17 Mal hier, ne? Jo, jedenfalls laufe ich jetzt mit Google zurück. Und Google sagt, ich brauche noch 37 Minuten. Das ist deutlich über der Zeit, die ich eingeplant hatte. Aber ich hatte auch diese ganzen Sackgassen und diese sehr lange Pause, die ich gemacht habe, nicht eingeplant. Egal, die werden schon alle nicht sterben ohne mich. Oh, ich öle. Es ist wirklich heiß. Das haben wir gerade. 32 Grad und es ist 17.22 Uhr, habe ich gerade gesagt. Ne? Oh. Und deswegen gebe ich hier auch nicht Gas oder so. Ne? Nee, ich laufe einfach so, wie ich mich gut fühle. Und das tue ich. So, und gleich erzähle ich noch 2 Geschichten mit dem Thema Mallorca. Die sind beide sehr schön. Wird euch gefallen. Bis gleich. Also meine beiden Mallorca-Geschichten. Die erste ist schon eine ganze Weile her. Das war 1987, da war ich gerade 13 Jahre alt und meine Oma hat mich mit nach Mallorca genommen. Meine Oma war einer der größten Mallorca-Fans, die man sich vorstellen kann in den 80er Jahren. Da war das ja noch nicht so riesig wie jetzt, wo offensichtlich, wenn ich mir hier die
Autokennzeichen angucke, jeder zweite Deutsche ein Haus hat oder eine Wohnung. Die war 87, bis ich mit ihr dahin geflogen bin, bestimmt schon 15 Mal auf Mallorca gewesen und liebte es hier einfach. Und nachdem ich wieder zu Hause war, wusste ich warum. Was wir gemacht haben, war, wir sind einfach für 2 Wochen nach Alcudia. Und wie man das damals so gemacht hat, hat man sich in so einem 2- bis 3-Sterne-Hotel, also nichts Tolles, mehr so eine Bettenburg, ne? Aber wenn eine Seniorin mit ihrem Enkel nach Mallorca fliegt, in den 80ern, sucht sie ja nicht nach Komfort oder, boah, jetzt geht das schon wieder los. So, jedenfalls sind wir, meine Oma und ich, ins Hotel Marte, gibt's nicht mehr, braucht ihr nicht zu googeln, in Alcudia gelandet. Also nicht direkt mit dem Flieger, wir sind in Palma gelandet und dann mit dem Bus dahin gefahren. Und zwar so ein Vollpension-Ding, ne? Die Älteren werden sich erinnern, Vollpension, das heißt heute All-Inclusive. Damals war es aber noch nicht so ein Scheiß wie heute. Weil heute buchst du ja All-Inclusive und stellst dann vor Ort fest, ach, ist ja gar nicht All-Inclusive, musst ja trotzdem noch mehr bezahlen. Vollpension war Vollpension. Du hast alles bekommen. Naja, jedenfalls eine Oma und ihr Enkel, das ist halt eine Paarung, die siehst du im Urlaub auf Mallorca oder auch anderswo nicht so oft, ne? Und wir waren allein dadurch, dass wir Oma und Enkel waren, waren wir die irgendwie die Helden da, ne? Und das gipfelte dann darin, dass irgendwann nach der Happy Hour, meine Oma und ich haben immer die Happy Hour mitgenommen, ne? Sie hat sich einen Pilz bestellt und 2 bekommen. Ich habe mir eine Fanta Lemon bestellt und 2 bekommen. Das Ganze haben wir 2-mal gemacht. Also ich habe 4 Fanta getrunken und sie 4 Bier. Und danach sind wir dann zum Essen. Nach dem Essen wollte ich immer noch mal zum Pool. Und da hat sie mich reingeschmissen. Ganz spontan. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Hab sie aber daraufhin gebeten, mich doch bitte rauszuziehen. Und dann habe ich sie, als sie anfing, mich rauszuziehen, habe ich sie reingezogen. War auch schon fast 70, ne? Dann ist sie kopfüber mit mir ins Wasser und die hatte ihre Klamotten noch an, nicht irgendwie Badeanzug oder was? Die hatte ein Kleid an. Das war irgendwie in der Mitte des Urlaubs. Und danach waren wir da Stadtgespräch im Hotel Marte, ne? Also, ach, hier, guck mal, das ist die Oma, die sich von ihrem Enkel hat ins Wasser ziehen lassen. Und das ist der Enkel, der seine Oma hier ins Wasser zieht. Also es war herrlich, wirklich. Also absolut fantastisch. Wir kamen beide sehr, sehr gut gelaunt zurück. Für mich war es überhaupt die erste Flugreise. Das war schon aufregend. Und für sie war es, glaube ich, nachdem mein Opa gestorben war, mal wieder eine Reise, wo sie nicht nur alleine war. Ne? Also es war alles wirklich, ich habe da, auch wenn das wirklich schon lange her ist, sehr, sehr lebhafte Erinnerungen dran. So, ich bin hier immer noch irgendwo zwischen den Calas, zwischen den Buchten. Eigentlich geht da hinten der Wanderweg lang, aber den möchte ich jetzt nicht mehr laufen. Und laut Google Maps sind es auch nur noch 26 Minuten. Das wird gerade reichen für meine 2. Mallorca-Geschichte. Bis gleich. Okay, meine 2. Mallorca-Geschichte spielt 12 Jahre später, 1999. Es gibt sogar auf Bild.de, ja, man kann dazu stehen, wie man will, aber es gibt auf Bild.de sogar einen Absatz im Archiv, der davon handelt, denn der heutige stellvertretende Chefredakteur von Bild.de
war damals mit dabei. Also die Sache war folgende. Wir waren drei Jungs, so um die 25. Ich muss eben gucken, wo ich lang muss. Hier lang. Alle so noch im Studium, erster Job oder erster neuer Job, erster gut bezahlter Job, was auch immer. Und wir drei sind los in die Düsseldorfer Altstadt. Da habe ich ja bekanntlich studiert. Und wir haben uns da so ein bisschen selber gefeiert, denn der Verfasser dieses Absatzes, nicht nur des Absatzes, des ganzen Artikels auf bild.de, ich kann ihn nennen, Daniel Böcking, war dabei, hatte gerade sein Volontariat gewonnen quasi, also hatte sein Volontariat bekommen. Und mein damaliger Mitbewohner und ich hatten auch jeweils entweder den ersten oder den ersten gut bezahlten Job bekommen. Und das haben wir gefeiert in der Altstadt und da sind wir in der legendären Melody Bar gelandet. Und ich gebe bis heute unberechtigterweise dem Long Island Iced Tea oder dem zweiten Long Island Iced Tea, den ich da getrunken habe, die Schuld daran, was dann passiert ist. Denn was wir getan haben, ist Folgendes. Wir sind direkt aus der Altstadt zum Flughafen. Es war halt wirklich schon sehr früh morgens, so 4, 5 Uhr oder was, zum Flughafen und haben ohne irgendeinen Plan, was Rückflug oder Unterkunft angeht. Augenblick, ich muss den Vogel eben vorbeilassen. Ohne irgendwas in der Richtung organisiert zu haben, sind wir nach Mallorca geflogen. Was für ein unfassbarer Quatsch. So, wir hatten noch einen vierten dabei. Weiß nicht, ob ich dessen Namen nennen darf, deswegen sage ich jetzt nur der Fotograf. Haben uns dann tatsächlich am Flughafen getroffen und sind nach Palma geflogen. Dann haben wir uns dann einen Mietwagen genommen, sind direkt an Ballermann, wie sich das gehört, wenn man Anfang, Mitte 20 ist. Und da fiel uns dann auf, ach so, wir hatten natürlich nicht geschlafen, ne? Wir müssen ja irgendwann und irgendwie wieder zurück. Wie machen wir denn das? Blöd. Und der Daniel und ich weiß nicht, wie es mit den anderen beiden aussah, aber wir mussten am nächsten Tag arbeiten eigentlich. Gut, unsere Chefs jeweils waren sehr nachsichtig. Ich weiß noch, als ich meinen angerufen habe, hat er mir gesagt, ich glaube, ich hasse dich, aber ich wünsche dir viel Spaß. So viel Glück muss man auch erstmal haben, ne? Aber ich glaube, so Leuten um die Anfang 20, denen verzeiht man auch was, wenn man Führungskraft ist. Er kommt auf die Branche an, ne? Egal. Jedenfalls haben wir dann erst 5 Tage später einen Rückflug bekommen. Und mussten jetzt irgendwie über die Runden kommen. Die erste Nacht, weiß ich noch, waren wir in Palma Nova. Ich weiß nicht, wer sich auf dem Maller auskennt, aber Palma Nova ist so eine Britenhochburg. Das ist quasi das Blackpool von Mallorca. Das war gruselig. Das war wirklich gruselig. Also die Deutschen sind ja schon schlimm, ne? Wirklich, was da am Ballermann abgeht, das geht ja gar nicht. So, aber was die Engländer innen da in Palma Nova verzapfen, Heidewitzka, es war schon schlimm. Hat uns in dem Moment nicht gestört. So, und dann war aber zufällig zur gleichen Zeit, wirklich zufällig, meine Schwester auf Mallorca, und zwar in Cala Ratllada. Das habe ich den rein erzählt und sagte, ja, lass da hinfahren. Vielleicht können wir bei denen am Strand pennen, die geben uns ein paar Decken. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind dahin, meine Schwester ist aus allen Wolken gefallen, die ist fast in Ohnmacht gefallen, als die mich gesehen hat.
Ich meine, stell dir vor, du bist im Urlaub, denkst, dein Bruder ist zu Hause und dann steht der bei dir im Hotel vorm Pool. Oh, so, dann haben wir da erstmal die erste Ausnüchterungsphase gehabt. Und dann durftest du natürlich nicht irgendwie oder konntest nicht die Decken aus den Zimmern an der Rezeption vorbei in Richtung Strand transportieren. Ging natürlich nicht, ne? Dann haben wir uns da unten hingestellt auf dem Parkplatz und die Mädels haben die Decken aus dem Fenster geschmissen vom Balkon, damit wir was haben zum Zudecken. Und dann haben wir uns für die Nacht am Strand so ein paar Liegen zusammengestellt und zugedeckt, um da zu schlafen. Also die Hardware war okay. Was wir nicht wussten war, dass offensichtlich der Strand irgendwie ein Swingerclub für Katzen ist. Ey, die ganze Nacht haben die Katzen sich da angebalzt, die Wilden. Und es war ein unglaublicher Lärm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Katzen... Nein. So, ich habe gerade gesehen, die Aufnahme ist wieder abgebrochen. Ich werde den Rest der Geschichte dann ein andermal erzählen. Das hänge ich dann gleich hinten dran. Bis hierhin jedenfalls danke ich sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Guten Tag und willkommen zum zweiten Teil. Es ist 2 Tage später, heute ist Donnerstag. Und da die Osmo Action sich ja erstmal akklimatisieren musste an diese Witterungsverhältnisse hier und echt bestimmt 5-mal ausgegangen ist auf der Tour vorgestern, hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen besser klappt, damit ich meine 2. Mallorca-Geschichte noch zu Ende erzählen kann. Und ich laufe jetzt einfach in die andere Richtung. Letztes Mal bin ich da von Cala Santani aus nach Cala Figuera gelaufen. Jetzt laufe ich einfach von unserem Haus, also dem Haus, das wir gemietet haben, in die andere Richtung, also in westliche Richtung, und schaue mich da einfach ein bisschen um. Routeplan brauche ich hier nicht. Ich kenne hier alles nicht und will mir alles angucken, was irgendwie fußläufig zu erreichen ist. Ja, ich mache jetzt erstmal ein paar Meter und dann erzähle ich gleich, wie es in der ersten, nee, in der zweiten Nacht auf Mallorca am Strand von Cala Ratllada weitergegangen ist und die ganze Geschichte dann gleich. So. Nee, Freunde. Das ist mir zu krass. Da geht's mir zu steil runter und ich dachte, das ist eine Treppe, aber es ist einfach nur ein Abhang. Das mache ich nicht. Wenn ich mich da lang mache, ist der Urlaub vorbei. Ich suche mir jetzt einen anderen Zugang zum Meer wieder. Also ich bin jetzt wieder ganz nah am Wasser, wo ich mich ja bekanntlich gerne aufhalte. Aber soweit ich weiß, geht da hinten gleich mal eine Treppe runter. Schauen wir mal. Dieser sehr ansehnliche Fleck Erde war die Bucht, also Cala Llombards, keine Ahnung, wie man das korrekt ausspricht. Hübsch, wirklich hübsch. Unglaublich, wie schön das hier ist. Und jetzt kraxel ich hier wieder ins Landesinnere hinein, denn da am Ufer kann man nicht laufen, da ist alles Felswand. Da bräuchte ich Kletterausrüstung und Talent. Habe ich beides nicht. Erstmal weiter.
So, die Sonne bestrahlt mich zwar von hinten, das heißt, man wird mein Gesicht wieder kaum sehen können, aber das ist angesichts der Umgebung auch wirklich das Hässlichste hier. Nicht das hässlichste Gesicht, aber ich meine, schaut euch hier mal um. Das ist doch... Wenn es nicht das Paradies ist, muss es hier echt extrem in der Nähe sein. Das ist wirklich fantastisch. Also da... Da fehlen mir fast die Worte. Diese Schönheit. Man hört ja oft, Mallorca ist schön, ne? Manche kennen natürlich nur die Playa de Palma und die Schinkenstraße. Da führt meine Geschichte gleich auch noch hin. Aber ich bin ganz ehrlich, heutzutage kann ich mir nicht mehr vorstellen, mich in einen Flieger zu setzen, um mir dann in irgendeiner Billigdisco die zweifelhaften Sangeskünste ehemaliger Erotiksternchen anzuhören. Also man wird halt älter. So, ich muss jetzt ein bisschen auf meine Schritte achten, damit ich hier nicht stolper. Und sobald ich gleich wieder etwas festeren Boden unter den Füßen habe, erzähle ich, wie es weiterging. Unsere kleine Spontantour 1999 nach Mallorca. So, jetzt habe ich mich hier in so eine Situation manövriert, wo es nicht wirklich weitergeht. Ich stehe hier mitten im Wald, mehr oder weniger. Und hier sollen laut Karte zwar Wege sein, aber das geht da unfassbar steil runter. Und das kann ich mit diesen Schuhen nicht machen. Und mit nackten Beinen und so, das ist nicht gut. Ich gehe wieder weiter nach oben und suche mir einen anderen Weg. Ich musste jetzt eben ein Mäuerchen erklimmen, um mich wieder in die Zivilisation zurückzukämpfen. Hat aber Spaß gemacht. Ah ja, was ist eigentlich der Stand der Dinge? Ich bin erst 5 Kilometer gelaufen und bin trotzdem schon 77 Minuten unterwegs. Ah, da macht man natürlich nicht viele Kilometer, wenn man auf solchen Wegen unterwegs ist. Und ich bin ja auch nicht komplett geisteskrank und gebe hier irgendwie Vollgas. Denn bei diesen Temperaturen jetzt, ich mache mich jetzt auch schon auf dem Rückweg wieder, sind schon wieder bei 32 Grad und es ist 20 vor 1, das heißt, es wird jetzt noch heißer und die Sonne knallt mir jetzt gleich wirklich senkrecht in den Schädel. Ah, da springe ich lieber wieder in den Pool. Aber ich wollte unbedingt nochmal los. Und jetzt gleich erzähle ich dann auch endlich die Geschichte zu Ende. Sorry fürs lange Anteasen und dann nicht liefern. Also wir haben in dieser Nacht am Strand von Cala Ratata natürlich fast kein Auge zugemacht, ne? Wegen dieser Katzen. Und wussten dann, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als uns dann doch irgendwie ein Hotel zu nehmen. 2 Doppelzimmer reichten ja für uns 4. Und dann kam Folgendes. Der 4. im Bunde, den wir ja noch dabei hatten, der war Fotograf und fotografierte auch für die Bild-Zeitung. Und zur selben Zeit war Dieter Bohlen auf Mallorca. Und da hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass der von einem Hund, ich weiß nicht, ob es von seinem eigenen oder von einem anderen, wohl irgendwie in die Wange gebissen worden war.
Und dann wurde der dahin geschickt, um den zu treffen und ein Foto zu machen, damit die Bild das berichten kann. Damit war diese spontan angetretene Reise für ihn eine Dienstreise und der bekam alles bezahlt. Und hat sich dann trotzdem aber mit seinem eigenen Geld an unserem Zimmer beteiligt. Sodass das dann auch noch extrem günstig wurde. Wir sind dann natürlich, wir waren alle, nee, nicht alle Mitte 20, wir drei waren Mitte 20 und der Fotograf war, weiß nicht, 10 Jahre älter. Wir sind dann natürlich an die Playa de Palma, also zum Ballermann, haben uns da so eine schäbige 2-Sterne-Hütte genommen. Ich muss mich kurz orientieren. Und haben dann noch 3 sehr lustige Tage klassisch Ballermann gemacht. Also richtig klassisch. Schinkenstraße, Bierkönig, Oberbayern, das volle Programm. Furchtbar, aber in dem Alter war das okay. Jedenfalls waren das ganz schön partylastige 3 Tage noch. Aber wir hatten natürlich den Spaß unseres Lebens bis dahin. Haben auch selbstverständlich weit mehr Geld ausgegeben, als wir hatten. Wir hatten alle richtig fett miese auf dem Konto hinterher. Aber ey, wenn ich jetzt dran zurückdenke, ist 23 Jahre her. Jetzt habe ich keine Miesen auf dem Konto. Und kann darauf zurückblicken und sagen, es hat sich definitiv gelohnt. Es ist ja kein Zustand, der anhält mit den Miesen auf dem Konto. Also im Idealfall. Der ist in diesem Fall eingetreten, der Idealfall. Also es war irre. Ich merke gerade, die Geschichte hat halt ihren Höhepunkt am Anfang. Es gibt ja keine Pointe in dem Sinne. Wir sind dann einfach wieder zurückgeflogen und durften alle weiter da arbeiten, wo wir gearbeitet haben, obwohl wir uns einfach davon gemacht hatten. Also Schwein gehabt. Nur eine Sache. Das Gefühl nach einer herrlich erfrischenden Dusche im Hotelzimmer wieder in seine ollen seit 3 Tagen benutzten Klamotten einzusteigen, ist keins, das ich empfehlen kann. Man hätte vielleicht einen Zwischenstopp, also auf dem Weg zum Flughafen einen Zwischenstopp machen sollen, um ein paar mehr Unterhosen einzupacken. Das ist aber auch die einzige Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ansonsten machen. Immer mal. Spontan ist sowieso immer am geilsten. So, jetzt bin ich hier wieder an dem Strand in der Cala Llombards. Da setze ich mich jetzt, glaube ich, einfach nochmal hin. Oder auch nicht. Vielleicht laufe ich auch einfach dran vorbei. Ich weiß noch nicht. Hier ist gerade echt ein Major Uproar. Die Siesta fängt an, das heißt, hier ist jetzt gerade Aufbruchstimmung. So, jetzt knallt die Hitze richtig. Ich bin schon durchmariniert und mir läuft die Suppe in alle Furchen, wo man sie nicht braucht. Mir steht auch echt wie in einer Sauna das Wasser einfach auf der Haut und bildet da so einen Film. Und ich weiß auch nicht, wie es um meinen Sonnenschutz bestellt ist. Der ist jetzt auch schon 2 Stunden alt. Also ich denke, ich werde jetzt wieder einfach 2 Kilometer sind es noch oder so zum Haus laufen und dann war es das auch. Das werden dann wieder so um die 10 Kilometer in 2 Stunden gewesen sein. Mehr geht einfach nicht bei so einem Wetter. Aber das sollte hier ja auch keine Wander-Challenge werden oder so, sondern
einfach nur mal ein paar schöne Bilder, mal was anderes. Deswegen macht man ja Urlaub, oder? Einfach mal Tapetenwechsel. Und das bietet die Insel natürlich ja, auf großartige Art und Weise. Ah, wirklich herrlich. Ich kann schon verstehen, warum so viele hier eine permanente Residenz haben. Gut, wer sich's leisten kann, ich würde es auch tun. Ist auch voll irre, jedes dritte Auto hat hier ein deutsches Kennzeichen. Das ist voll irre, was ich schon allein auf der Tour jetzt gerade. Berlin, Tübingen, Mannheim, Wesel, alles. Quer durch, selbst Rostock habe ich gesehen. Das ist immer eine schöne Fahrt hierher. Nun ja, das soll es dann gewesen sein für meinen kleinen Urlaub. Also nein, der Urlaub geht noch ein paar Tage, aber keine Ahnung, ob ich nochmal loswandern werde. Wenn ja, nehme ich euch mit. Wenn nein, war es das und wir sehen uns in Deutschland wieder, wo ich dann den D-Weg angehen werde. Da freue ich mich auch schon drauf. Den mache ich auch am Stück. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ah, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber da läuft ein deutscher Radiosender. Also wie gesagt, das mit dem 17. Bundesland, das hat schon seine Berechtigung. Anyway, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bis dahin. Auf Wiedersehen.